Dieses Video wurde möglich gemacht dank eurer Unterstützung auf Patreon und Steady. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast und einer weiteren Intermission. Was ist eine Intermission? Ein kleiner Zwischenruf. Wir erklären euch, wie sich das Projekt heute entwickelt hat und in den letzten Wochen entwickelt hat und was sich so alles getan hat. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, da ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag. Hallo Olaf, wirklich bei ihm im Studio diesmal. Ja, hat sich einiges getan, wie man so sieht. Also das letzte Mal haben wir Intermission 1, da hieß es glaube ich noch nicht so. Da haben wir es auf jeden Fall aber bei ihm auf dem Sofa aufgenommen, bei trockenem Brot, da gab es noch nicht richtiges Catering. Heute aber immerhin leckeres Leitungswasser, ich beziehungsweise Bier, aus der tollen Headlock-Tasse. Das ist gute Kölner Wasser, würde ich einfach mal sagen. Genau, also wer das jetzt hier als Audio-Feed quasi normal hört, auf iTunes, Spotify oder sonst irgendwas, dem entgeht natürlich was, weil wir nehmen das hier auch auf YouTube natürlich auch auf, da gibt es uns dann in Videoform. Da gibt es uns zu sehen, da, genau. Also zum einen richtig toll für euch wahrscheinlich, zum anderen natürlich auch ein bisschen schade, aber so ist es halt. Genau das, und das letzte Update, was wir gemacht haben, das liegt ja schon ein bisschen zurück, da habe ich ja dann teilweise auch noch hier allein gesessen und habe erklärt, was wir vorhaben. Und ja, es hat sich einiges getan, unter anderem, das, was jetzt hier dann auch in Videoform zu sehen ist, das wird auch in den kommenden Wochen und Monaten noch eine ganz schön wichtige Rolle spielen, Shaggy. Das ist ein neues Format, was sich Olaf ausgedacht hat mal wieder natürlich. Olaf hat die besten Ideen, deswegen ist er ja auch der Kopf von Headlock. Kleiner Kopf, aber immerhin ein Kopf von Headlock. Und ja, wir werden des Öfteren mal hier sitzen und auch wirklich Audio-Files, nicht nur Audio-Files, sondern auch wirklich im Videoformat für euch aufnehmen. Darauf freuen wir uns sehr. Genau, also die erste Neuerung wird sein, wir nehmen sozusagen eine kleine Webshow auf. Das machen wir erstmal so als Versuchsballon und das bedeutet 6 Folgen in der ersten Staffel. Und wir haben 3 Formate uns ausgedacht mit, ja, ich sag mal, abwechslungsreichen und durchaus lustigen Themen teilweise auch. Ich erkläre erstmal ganz kurz die Formate, die wir da haben. Da wäre zum einen, What the FAQ, so habe ich es einfach mal genannt. What the fuck? Genau das. Und wir haben ja schon oft Fragen, Podcasts und sowas gemacht. Ich habe letztens auch nochmal dazu aufgerufen, bitte schickt uns Fragen, sprich bei What the FAQ. Da beantworten wir eure Fragen und das geht los mit einem AEW-Spezial, weil das ist was euch besonders bewegt. Und dann als zweites Format, Shaggy, da haben wir den Fokus. Was ist denn der Fokus? Im Fokus werden wir auf bestimmte Charaktere eingehen, bestimmte Storylines, bestimmte Angles, die stattgefunden haben. Und da freue ich mich ganz besonders auf eine Idee, die der Olaf auch hatte. Und zwar, wir werden den Lex Express genauer beleuchten. Und da solltet ihr dabei sein, das solltet ihr nicht verpassen. Die wahrscheinlich beste Storyline aller Zeiten. Not, aber immerhin auf jeden Fall eine erinnerungswürdige und eine denkwürdige und eine Storyline, über die wir auf jeden Fall gerne sprechen werden. Genau, als Kinder der 90er hat man merkwürdige, wohlige Erinnerungen an den Lex Express. Und das war ein Thema. Ein anderes Thema, was jetzt ganz aktuell dann sein wird, ist Bray Wyatt. Wir werden dann nochmal exzessiv über seinen Charakterwandel sprechen. Und das wird dann eben auch eine Ausgabe sein, die bereits nächste Woche an den Start geht. Und ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich noch ein Talk-Format quasi. Das haben wir Head Talk getauft. Da werden wir etwas offener sprechen, etwas weg von Storylines und sowas kommen, sondern werden wir einfach ein bisschen globaler über das Wrestling sprechen, speziell was sich jetzt in diesem Jahr getan hat und weshalb dieses Jahr ganz besonders wichtig ist fürs Wrestling. Und ja, wie verteilen wir denn quasi unseren Inhalt, Shaggy? Wie kommen die Leute an unsere Inhalte? Weil es wird ja so sein, dass wir diese ganzen Videos erstmal unseren Supportern zur Verfügung stellen und dann Nachhinein... Das ist klar, weil die Supporter ja natürlich auch das alles erstmal möglich genau gemacht das. Haben. Diese Tassen, diese Zettel, auch das, diese Mikros. Auch, dass Shaggy erstmal überhaupt hier sein kann. Also ja. Shaggy wohnt in Fulda, ich wohne in Köln. Sprich, da haben wir ein bisschen Geld aus dem Topf genommen, damit Shaggy hier ein Bahnticket kriegt. Ich bin per Anhalter gefahren und stecke das Geld natürlich dann auch ein. Nein, Quatsch, natürlich, ich bin mit dem Zug gekommen und ja, übernachte auch hier und so Sachen. Na gut, ich übernachte bei Olaf auf dem Boden, aber trotzdem immerhin. Nein, tatsächlich. Die schmutzige Decke. Ihr habt es möglich gemacht, dass ich hier bei Olaf sitze, dass ich Olaf wirklich in den Arm nehmen kann und dass wir jetzt gemeinsam auch irgendwie talken können und auch für euch hier sprechen können. Die Mikros sind dir, die hast du schon mal erwähnt, irgendwie genau. Hast du in Social Media schon mal gezeigt. Die sind toll, die haben wir dank euch. Also deswegen werden wir auch diese Formate natürlich alle zuerst hier im Patreon und im Steady für die Kunden freischalten. Genau, so wird es sein. Also es wird dann wahrscheinlich so laufen, dass wir mit 3 Tagen Verzögerung die Sachen dann eben ganz normal dann auf YouTube freischalten und als besonderer Service für unsere Supporter, die gibt es dann auch nochmal als Audio-File. Sprich, die können sie jetzt nochmal anhören, wenn sie sagen, mein Gott, ich will die schäbigen Typen da nicht sehen, dann machen wir das eben separat quasi als Audio-File dann über Patreon Steady, wie ihr das gewohnt seid.
So, das ist auf jeden Fall schon mal was ganz Neues. Das Ganze drumherum hier so ein bisschen, mal schauen, ob wir das hier in die Videoschiene ja, ein bisschen gedrückt kriegen, ob euch das Spaß macht, ob euch unsere Inhalte Spaß machen. Das ist ein Versuchsballon für euch und für uns. Insofern, das ist schon mal Punkt 1. Ne? Und dann gibt es noch diverse andere Fragen, die wir hier natürlich beantworten möchten. Zum einen, natürlich sind wir auch wieder beim WXW World Tag Team Festival dabei. Da werden wir über die Events selber berichten natürlich. Wir werden wieder ein paar Interviews führen, was da genau für Interviewgäste zugegen sein werden. Das werden wir noch sehen, aber wir werden da sicher irgendwas Tolles zu machen. Der Shaggy ist leider nicht da. Ich bin leider nicht da. Ich bin da auf einer Hochzeit. Einer meiner besten Freunde heiratet seinen Partner und da kann ich leider nicht kommen. Aber der Olaf wird natürlich für euch da sein. Kai wird sicherlich da sein und. David ist auch vor Ort. Also wir sind da wieder in großer Besetzung. Aber apropos groß, es werfen ja auch einige große Dicke ihre Schatten voran. Und natürlich, das eine ist All Out, was jetzt ansteht demnächst, ne? All Elite Wrestling's All Out, und da wird auch mal wieder gefragt, ja, macht ihr dazu eine Review? Kommt die bei euch? Natürlich, und die kommt auch hier ganz normal im Free-Kanal. Also keine Sorgen, da liefern wir euch auf jeden Fall. Und damit springen wir nochmal ganz kurz in den Supporter-Bereich, weil, Shaggy, da sind jetzt zwei Formate am Start, die dich auch betreffen. Ne? Da haben wir jetzt ein Goal wieder geknackt, die 150 Supporter sind geknackt. Dankeschön dafür. Und das bedeutet, es gibt Head-to-Head. Head-to-Head, ja, das ist auf jeden Fall ein Format, auf das ich mich sehr freue. Und das ist auch ein Format, was ja nicht nur, wo ich jetzt nicht nur wieder Teil bin, sondern auch mein guter Kollege und Freund und Mitgigant, der Markus Holzer, der übrigens auch noch hier zwischen uns sitzt, den sieht man genau. Jetzt nicht. Der ist noch ein Tick kleiner als Olaf, nein, der ist leider nicht hier. Olaf und Markus, meine beiden ja, Lieblings-Mit-Talker, die werden in dem Format dabei sein. Wir hatten ja schon die Pilotfolge. Und wir freuen uns, dass es damit auch weitergeht. Genau. Also wir sind da echt heiß drauf und das habt ihr auch wieder möglich gemacht. Genau, das Goal ist geknackt. Ja, das Goal ist geknackt. Das heißt dann, ab September, wir haben jetzt mal September als nächsten Taping-Termin anberaumt, da geht es dann auf jeden Fall weiter mit Head-to-Head. Einen genauen Termin haben wir bis jetzt noch nicht, weil bei mir steht die Gamescom vor der Tür. Shaggy ist auch gut unterwegs, also da müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall im September geht Head-to-Head dann eben auf Patreon und auf Steady weiter. Also wir haben auch ein tolles Feedback zu bekommen, muss ich auch sagen. Also Leute waren begeistert, ihr alle da draußen hattet riesig Spaß dran. Und so muss das ja eigentlich auch sein. Ja, und wo wir gerade beim Thema Markus Holzer sind, da hast du dir ja auch wieder was einfallen lassen hier, weil auch da geht's weiter. Ja, wir haben ja auch ganz viele Nachfragen bekommen. Wir hatten ja damals zweimal das Five vs. Five hier bei Headlock präsentiert mit Markus und meiner Wenigkeit und haben 5 skurrile Gimmicks jeder mitgebracht und auch dieses Format soll weitergehen. Wir haben jetzt einen neuen Namen, es wird jetzt 2x5 heißen und wir versuchen das jetzt auch regelmäßig bei Headlock unsere Sponsoren quasi genau. Auch regelmäßig herauszubringen. Da sind Markus und ich auch schon ganz heiß und auch da steht der nächste Aufnahmetermin schon. Das wird schon wahrscheinlich Ende August schon für euch zu hören sein. Da freuen wir uns und wir werden da aber auch verschiedene Themen haben. Wir werden erst nochmal mit Gimmicks weitermachen, aber es gibt ja noch andere 2x5 Dinge, über die wir sprechen können. Es sind nicht nur Gimmicks. Vielleicht habt ihr Ideen, was wir mal in diesen Art Ranking Shows auch präsentieren für euch. Sagt Bescheid, wir würden uns freuen. Als nächstes kommen aber erst nochmal. Ja, 5 bzw. 10, je nachdem, wenn Markus und sich uns nicht doppeln, denkwürdige Gimmicks. Genau, schickt uns da auch gerne Vorschläge, natürlich, was ihr da hören möchtet. Frage@headlock.de oder einfach natürlich auf den Social Media Kanälen, auf Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer ihr uns da erreichen wollt. Und auch noch was anderes Neues steht jetzt am Start, nachdem wir das erste Goal jetzt ja schon wieder geknackt haben, steht ja das nächste schon wieder an. Und auch da habe ich ja so eine kleine Umfrage gemacht und da ging es um alternativen Kommentar zu dem. Ja, Event eurer Wahl. Und da gab es riesengroßes Feedback und es wurde der Royal Rumble 92 ausgewählt. Und Shaggy, da kommen wir natürlich nicht drum herum, uns jetzt da hinzusetzen, oder? Erstmal kam ja auch die Idee von euch, dass genau. Wir diesen alternativen Kommentar aufnehmen. Wir werden so ein bisschen kommentieren, aber gleichzeitig natürlich auch ein bisschen drüber sprechen. Da freue ich mich sehr. Und ich freue mich auch sehr auf den Royal Rumble 92, da ich mir nichts merken kann, weiß ich auch gerade überhaupt nicht. Das ist aber der, über den wir schon oft gesprochen haben, oder? Das ist der, okay, den Ric Flair gewonnen hat. Ah, verrat's doch mal. Das ist ein Spoiler. Verdammt, vielleicht hätte ich es vergessen im Laufe des Royal Rumbles. Jetzt weiß ich es gut, wir werden den ja jetzt noch nicht aufnehmen, aber bald. Vielleicht habe ich bis dahin noch wieder vergessen, dass es Ric Flair gewonnen hat. Aber das wird auf jeden Fall spannend. Ja, erlebt uns beide quasi ihn als Play-by-Play-Kommentator vielleicht, und im Audiokommentar. Ja, und vielleicht bin ich ja auch der Color-Commentator. Wer weiß das schon? Gucken wir mal. Auf jeden Fall, das ist dann eben das nächste Goal, was wir jetzt quasi dazwischen geschoben haben. Ich habe das so ein bisschen aktualisiert alles, könnt ihr alles nachschauen. Also da passiert jetzt einiges. Plus, ich habe auch nochmal die Pledges, also die Pakete quasi ein bisschen angepasst. Also auch auf dem Steady-Kanal gibt es jetzt
das Rookie-Paket, also das kleinste Paket, wo es dann eben das Match of the Week gibt und dann eben auch hier noch die Belohnungs-Podcast, wozu ja dann auch der alternative Kommentar zum Beispiel gehört, unser Podcast über die WWF Superstars, Slammiversary und was wir da nicht alles zuletzt gemacht haben. Also da ist schon einiges drin. Und bei Patreon haben wir jetzt auch die Grand Slam Champions nachgetragen. Das ist quasi einfach nur noch ein kleiner Bonus für uns sozusagen, wenn ihr uns hier ganz besonders toll findet, ihr sagt, hey Mensch, die sollen vielleicht auch nicht unter dem miesen Dollarkurs leiden, dann gebt ihr auch gerne vielleicht einen Euro mehr oder einen Dollar mehr, viel mehr, um das ein bisschen auszugleichen. Also wenn ihr das mögt, dann sagen wir natürlich da Dankeschön dafür. Und ja, ansonsten, das ist es dann eigentlich auch schon fast hier mit dem Update, ne? Das waren jetzt so die wichtigsten Themen, die wir besprochen haben. Vor allem hier dann demnächst auf unserem YouTube-Kanal die Videos, die da online gehen mit Head Talk, mit Focus und mit What the FAQ. Dann die Neuerungen durch das gefallene Goal natürlich. Head to Head. Also da geht noch einiges ab in den nächsten Wochen, würde ich mal sagen. Ja, freuen wir uns drauf und das können wir alles dank euch auch wirklich verwirklichen und das ist toll, das macht uns Spaß. Wir danken euch sehr für eure Unterstützung und ich habe das jetzt mit Olaf gar nicht abgesprochen, aber ich glaube, das ist jetzt der Moment, wo wir auch mal zumindest die Legenden-Supporter jetzt durchs Bild laufen. Ja, genau. Namentlich kommen sie, die kommen gleich, genau. Die kommen gleich danach, ja. Ich bin schon ganz gespannt. Danke, dass ihr uns unterstützt. Wir freuen uns sehr darüber und ihr macht das nur möglich. Ohne euch wäre das gar nicht möglich. Wir haben natürlich Spaß dabei bei dem, was wir machen, aber wir könnten uns das quasi auch nicht erlauben und nicht leisten, wenn ihr nicht wärt. Also vielen, vielen Dank. Genau das, was Shay gesagt. Dankeschön für alle, die hier dabei sind. Für alle, die noch nicht dabei sind. Ich glaube, momentan ist der beste Zeitpunkt, um dann hier noch einzusteigen, weil so viele Inhalte und so viele Möglichkeiten, wie wir jetzt auch momentan haben, gab es da wirklich noch nie. Und wir sind froh und glücklich darüber, dass wir dieses Projekt einfach noch größer an den Start bringen können. Ich verspreche, da passiert in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges. Seid dabei und ansonsten Dankeschön und damit genug Updates. Ich stehe jetzt vor meinem Stuhl auf, Olaf steht ja schon. Danke, dass ihr da wart, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns jetzt auch zuschauen könnt. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Genau, bis zum nächsten Mal, bis zum Sonntag. Mach's gut. Tschüss. Psst. Ich habe noch eine Kleinigkeit. Darf der Olaf nicht mitkriegen, der ist gerade auf Toilette. Oder sonst wo, er ist auf jeden Fall jetzt gerade nicht hier im Studio. Ich habe noch eine Überraschung für euch, also gerade für unsere ganzen Unterstützer, sei es Patreon oder Steady. Am 21.09. ist die WXW in Fulda, ich bin Veranstalter wieder. Und ich möchte gerne unter allen, unter allen Unterstützern, sei es bei Steady oder Patreon, zumindest erstmal 3 Freikarten verlosen. Alle, die Unterstützer für uns sind, angemeldet bis Ende August, sage ich mal, dann müssen wir die Auslosung machen. Den würde ich gerne 3 Tickets verlosen. Und allen anderen Headlock-Hörern, die kommen wollen, die uns unterstützen, den biete ich auch einen Deal an. Ihr zahlt nur 75%, ich hatte es mir gar nicht vorher überlegt, hätte mir vielleicht vorher Gedanken machen sollen. Zahlt nur 75% der Eintrittskarte. Oder sagen wir einfach mal 2/3, was es sonst kosten würde. Und dann machen wir da in der WXW-Show in Fulda eine kleine Headlock-Ecke. Dann setzen wir uns da alle zusammen, schauen uns gemeinsam die Show an und ich habe auch die anderen Headlock-Jungs eingeladen. Der Olaf kann nicht kommen, der feiert an dem Tag seinen Geburtstag zu Hause im Auenland. Der wird nicht dabei sein, aber ihm können wir zumindest ein Ständchen singen, wenn ihr alle da seid. Würde mich freuen. Also wie gesagt, wenn ihr uns noch nicht unterstützt, tut es jetzt bei Steady und bei Patreon und dann bis Ende August, die da angemeldet sind, kriegen 3 Tickets, unter denen werden wir sie verlosen und ansonsten zahlt ihr nur 2/3 des Eintrittspreises für die WXW-Show, wenn ihr Unterstützer von Headlock seid, dem besten deutschen Wrestling-Podcast. Dankeschön. Ich glaube, Olaf kommt zurück. Man hört ihn schon laufen mit seinen großen Armeestiefeln. Oh, es klopft an der Tür. Ist das Olaf oder ist es ein Bär? Oh, es ist ein kleiner Schatten. Das wird Olaf sein. Psst. Nicht weiter sagen. Er soll das mit dem Ständchen nicht mitbekommen. Psst. Danke. Au! Headlock, der Pro Wrestling Podcast.